So, weiter geht's mit der Rettung von Gala. Und wir sind in Claw City. Ich muss mal kurz mein Team auf jeden Fall heilen. Das ist dann doch ein bisschen angeschlagen. Claw City ist Drache. Drache hat Nachteil gegen Drache und Eis. Das heißt, ich jetzt mit Zubu davor. Und wenn es dann nicht bringt, dann haue ich auch mein Katapult rein daher. So, okay. Dann müsste eigentlich jetzt wieder fast dazu Drachen und zu Pokémon kommen. Oh, ist er mir. Was sind die denn hier? Ha! Ich habe gesehen, wie die beiden Clowns durch diese Tür gegangen sind. Dann ist die Tür elektronisch gesichert. Die Entriegelung wird also etwas dauern. Okay, tatsächlich müssen wir erst so hier tatsächlich die. Das letzte Stadion noch hinten. Okay. Hey, ein Glück, dass ihr hier seid. Wir stehen kurz davor einzustürzen. Ich erkläre den Brüten der Dynamaximeter Pokémon. Es ist klar, dass die Kraft der Wunschstellung missbraucht wird. Was? Im Ernst? Auch wenn ich schon genug Glauben hätten. Egal, jetzt kümmern wir uns erst um die Dynamax-Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir das Ratzfass erledigt. Den packen wir dann, stimmt's? Ja, natürlich. Ja. Ja, wenn ihr mal nicht das allerbeste Team seid, dann weiß ich auch nicht. Jetzt ist er auf dich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei der förmlich gegen eine Wand angerannt. Du bist ein Profi darin, mein dynamaximierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und wird sie besänftigen. Los geht's. So, wir mal schauen, was uns jetzt für eins erwartet. So, ein Maxwax. Okay. Auch nicht schnell. Einer sollte da mal noch nicht schnell. Okay. Da hatten die beiden eigentlich nur vom Namen her. Ja. Ja, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Das schnelle Foto zum Andenken. Das muss einfach drin sein. Aha, okay. Um die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge, die kriege ich nur wieder fit. Okay, falls jemand Hilfe brauchen sollte, sag einfach Bescheid, ja? Genau. Roy ist auch Geschichte. Also das Dynamax-Pokémon bei ihm. Und du jetzt, irgendwann brauchen wir zwei, eine Revanche. Diesmal ohne Dynamax. Er hat doch eben gesagt, dass irgendwer die Wunschstände missbraucht, oder? Ich war stark an, dass ihr in der Sache bereits Nachforschung angestellt habt. Dann mach weiter so. Das Klaustadion ist derweil bei mir an sicheren hin. So, dann haben wir das auch. Dann schaffen wir uns jetzt die zwei Clowns, genau. Richtig. Wenn die beiden nicht schnell genug aufhalten, dann könnte der ganze Käse nicht von vorne losgehen. Weil die Professor von mir sich nicht darum kümmern, die zwei ausfällig zu machen? Ja, die stand doch an der Tür dahin. Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie richtig fertig machen. Da klingelt irgendwas. Hey Kev, ich bin Sania. Ha, ich bin gut. Die beiden Clowns haben sich Zugriff zum Klaustadion verschafft. Ich stehe gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dort hinten ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden? Kommen Sie zum Klaustadion. Beeilt euch. Ich glaube, Sania hat es gerade, aber das Telefon hat deutlich gemacht, wie die Lage steht.
Im Stadion von Cloud City werden wir ja schon mal. Wir werden zum Eingang vom Energiewerk gehen. Machen wir das doch. Da ist er. Oh, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich hab's ja gleich. Okay, so geht's auch. Was? Ich kann mal schon den Riegel? Ich wüsste schön, Mann, dass man ein kleines Genie bis Voldy gut gemacht. Einfach mal kurz den Mechanismus überlastet. Und dann machen wir uns nochmal auf. Die Frage ist, wie sieht mein Team aus? Ist das geheilt? Ja. Ja, wir kriegen das irgendwie. Warte mal. Wenn ich wieder mit dem Doppelkampf ankomme, dann habe ich zumindest einen Vorteil mit 13 und mit Nivalo. Wenn. Ach, da sind sie doch. Oha. Es ist ja also gelungen, die Lage in der Arena-Stadion wieder in den Griff zu bekommen. Ach, die Tierverregung scheint kein Hinweis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lakaien, etwas Begeisterung mit dieser 18 mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Yeah, wow. Aha. Was stimmt mit dem nicht? Ist ja total gruselig. Warum? Zieht die Pokémon zu deiner Maximierung. Der Grund dafür sind diese Armmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Zacian und Zamazenta offenbaren. Zacian und Zamazenta haben Gala vor dem Untergang bewahrt. Gleichgläubige darin. Wenn ich denken kann, wurde im Schiff also den direkten Abkömmlingen der Helden gehuldigt. Doch damit war schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Gala vor Aninalas gerettet habt. Und dann musste diese Professorin ja auch noch mit ihrem Buch darin selbst dazugehen. Ja, ganz genau. Sie sollten sich schämen. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon Helden gewesen sein. Was würde uns dann das machen? Hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nicht so geliebt haben? So wie ihr, ja. Sag mal. Ist er tatsächlich davon der Könige Galas? Ja, in der Tat, so war ich jetzt und so würde es auch ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war all Wahrheit. Und die Wahrheit bedarf keiner neuen Interpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen. Das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht, ich habe im Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Zacian und Zamazenta schon seit uralten Zeiten über die Gala-Region wachen. Wenn dem so ist, dann machen wir doch die Probe auf dem Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Gala handeln, müssten sie eine Gewalterladung an Gala-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, damals mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das war Testläufe für das große Finale. Also, habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt doch die beiden ein Ernstes zum Ausrasten bringen. Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. So kommt die Erkenntnis leider einen kleinen Moment zu spät. Mein genialer großer Bruder hier trifft oben nämlich bereits das in Verkehrung, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Oho, ich bitte mit dem Gedanken, die Lifter umzunehmen. Genialer Plan. Das ist ein Problem. Zuerst ein bisschen an uns vorbei. Jetzt kannst du dich an Pokémon ergötzen, die ich eigentlich zu diesem Kampf trainiert habe. Dann probieren wir es doch. Er fängt mit einem Lauchzillot an. Okay, dann habe ich ein bisschen. Naja, ich versuche es so. Reitschuss, richtig. Halt dich auf diesen Pokémon. Dann gehen wir mal auf Psychoschock. Heißenabwehr, okay, du pusht deine Verteidigungswerte. Bringt ja nichts, weil ich auf Psychokinese dann wechsle. So, erledigt. Legios, ja, ich bleib bei Raichu.
Chinese? Reicht. Die Klack. Okay, da muss ich tatsächlich überwechseln. Ich will nicht gerade Pokémon. Schutzschild. Na, das war nicht klar. Ach, so wie weit versucht, dann ist das mit dem Fähigkeit. Okay, dann kriegt sich jetzt durch seine Attacke. Kreuzung. Der Mut drauf. Dann war fast klar, dass ich das überlebe. Ich habe die Töne wieder nehmen. Und der nächste Flammenwurf killt es. Damit ist es erledigt. Oh nein, meine noblen Pokémon. Verloren ich. Wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es doch ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Oh oh. Was war das? Ah, offen heute hatte mein Bruder ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. So, und ich lasse mich hier mal kurz stehen, weil ich habe ein bisschen was zu tun. Hahaha, ich hab's voll wach, Brüderchen. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schwert anlocken lassen. Dann muss ich nur ihr noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verpassen. Wie konnten sie das nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Zakian ist? Oder alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rostige Schwert stehlen. Ach, Mann. Ha, der Schwert ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer edler Held sein? Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Gala-Region sind. Bruder, ich bin nicht dein Ziel. Du sollst allen deinen Zorn, deine Stadt und näheren Einwohnern auslassen. Es hat zu verzweifelt, seine Kraft im Zaun zu halten, doch es wird ihm nicht gelingen. Zack, Jan. Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Intermax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, jetzt zu fangen, würde ich davon abraten. Ich gebe es dir ungern zu, aber ich glaube, du bist der Einzige, der in dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum, dass ihr alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Zack, Jan, und beschäftigen. Okay, jetzt möchte ich tatsächlich angreifen. Oh mein Gott, ich habe mich nicht geheilt. Sonst kann ich es fangen? Sonst kann ich es fangen. Ja, es pusht doch keine Werte klar. Okay, es ist geheilt. Jetzt mal auf. Oh, ja, war mir fast klar. Ist wie sich Legi. Ich bin natürlich nicht dabei. So, ich kriege jetzt vielleicht noch was dabei. Ich kann keinen Ball fangen. Was? Ich kann keinen Ball fangen. Schnell werfen. Okay. What? Alter, das haut mir da eine Lokanonade rein. Dann will ich rein. Okay, das pusht sich nochmal.
könnte es tatsächlich reichen, um mit der Lurkanonade ihr Feierabend zu machen. Jawohl. Das ist nicht ideal, weil wir können es eh nicht fangen. Aber wenn es irgendwie über ideal ausgeht, dann können wir es tatsächlich wahrscheinlich danach fangen. Sag Jan, alles in Ordnung mit dir? Vorsicht, Hopp, pass auf! So. Jetzt haben wir Zenta. Danke, dass du mich gerettet hast, Sommercenter. So. Ich scheine seine Kraft immer noch nicht ganz kontrollieren zu können. Ich hoffe, größte Sorge um Taki hat. Ich muss ihm einfach daher. Und das gibt's jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Taki an. Oh weh. So. Nein! Ich flehe dich an. Verschone meinen großen Bruder. Sie haben es sich anders verdient. Irgendwie haben sie es nicht anders verdient. So bewältigt man eine Krise, Champ. Respekt. Ich glaube, ich warte jetzt auf dich. Ach, ich darf es jetzt fangen, oder was? Das probieren wir dann aber wirklich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder und dann fangen wir uns das hoffentlich das legendäre Pokémon. Bis dann. Tschüss.